Hallo meine Freunde der leichten Zerstörung und willkommen zurück hier zu einem neuen Video. Ja, heute wieder PSG. Heute geht es weiter. Und ja, ich hoffe wieder so erfolgreich wie vorher, wie ihr sehen könnt. Wir sind aber erst da nach 5 Spielen mit 15 Punkten. Also mit voller Punkte Ausfahrung vorne wieder mit den drei Top-Leuten, Di Maria, Aguero und Vardy. Ja, müssen wir schauen, was wir daraus machen. Also, ja, ist natürlich immer so, Aguero trifft, können wir froh sein drüber. Aber gucken wir mal, wie die anderen treffen. Ich meine, ja, hier sehen wir nochmal die wichtigen Männer im Sturm vorne. Und dann geht es schon los. PSG von links nach rechts. Und ja, wir fangen mal an über Matuidi auf Vardy. Der wollte den Ball auf Draxler spielen. Der Gegner probiert es natürlich auch. Kommen hier wieder neu zum Ball. Verlieren aber. Die Maria sieht dann klasse Munir. Munir wartet, aber dann Passprobleme zwischen den Spielern. Aguero. Ah, findet Vardy nicht. Aber natürlich gleich wieder nachgesetzt von PSG. Gut nachgesetzt. Ja, gut nachgesetzt. Ballbesitz wieder geholt. Ballbesitz wieder weg. Immerher Gott noch eines. Klasse, Thiago Silva. Gute Ballannahme, gute Ballverarbeitung. Di Maria wartet hier ganz genau. Doppelpass, wieder Aguero, wieder Di Maria. Di Maria. Ah! Aber war die ein bisschen zu langsam. Matuidi war die. Die Flanke wird abgefälscht, aber dann wieder ein Wurf für PSG. Ah, vielleicht können wir aus der Flanke wieder was machen. Guter Pass auf Kurzawa und der wird eigentlich gefault. Schiedsrichter, lasst es weiterlaufen, damit Abstoß. Aber egal. Und jetzt pfeift der Freistoß für uns. Thiago Silva mit dem Freistoß, gut ausgeführt. Die kleine Passarbeit ist gut. Ja, Munir hat keinen zum Anspielen, findet jetzt da einen. Die Maria auf Draxler. Draxler auf fast auf Aguero. Die Maria kriegt den Ball wieder nicht. Ja, wir spielen uns dann am Ende fast immer selbst kompliziert. Aber der Rest ist eigentlich eh gut. Da Ball jetzt wieder auf Aguero. Ja, der Pass war wieder mal nichts. Die Maria setzt nach. Führt wieder zum Ballbesitz für PSG über Matuidi. Der auf die Maria, der verliert den Ball. Sofort wieder nachsetzen. Ball ist unten durch. Ball ist wieder gut. Gut, 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 gut. Ja. Matuidi, Ball in die Mitte. Und da ist Julian Draxler, und der kommt nicht zum Schuss. Ah, oh, Mamma mia. Einwurf jetzt. PSG 32 Minuten gespielt. Immer noch nichts Verwertbares. Die Flanke, die nichts bringt. Der Kopfball, der abgefälscht wird. Die Gegner jetzt im Konter. Aber bleiben hängen. Und die Umschaltbewegung wieder über Draxler. Der wieder die Maria sucht. Der wieder auf Draxler. Aguero. Der Ball kommt irgendwie glücklich raus. Die Maria fast mit dem Schuss. Aber Einwurf jetzt für PSG. Die Maria mit dem Einwurf.
Hintenrum Kurzawa, Matuidi, Munir. Ah, Munir verliert den Ball. Verliert den Ball. Kann vielleicht. Ja, 60% Barbe, das haben wir definitiv mehr, haben aber bisher noch keine große Chance gehabt. Jetzt einmal durch auf Sergio Aguero. Der probiert natürlich. Lässt ein paar Spieler aussteigen. Aguero! Ja, nicht mit dem. Wow, klasse, klasse. Und ein nur und Abpfiff. Ja, läuft dabei eigentlich nicht wirklich so gut. Läuft gut für unsere Mannschaft. Wir haben jetzt bisher noch nicht die wirklich großen Torchancen rausholen können. Müssen wir schaffen. Definitiv. Wenn wir die nötigen 3 Punkte mit heimnehmen wollen. Kopfball gewonnen und jetzt sofort wieder über Aguero auf Matuidi. Der sieht Jamie Vardy. Ja, geht, lasst mal den Spieler aussteigen. Sieht dann am langen Pfosten fast jemand den und dann der Pass nach hinten zum Munir. Geht einmal gründlich daneben. Der Ball lang und gut. Guter Ball, Di Maria, Di Maria. Zieht zurück, zieht klasse zurück. Sieht dann da den Spieler, der sieht Sergio Aguero und der Ball war abgeblockt. Aber wir gewinnen das Kopfballduell, aber nicht den zweiten Ball. Dafür den Zweikampf Jamie Vardy. Der Ball auf Angel Di Maria zurückgelegt. Di Maria, Di Maria, Di Maria! Argentinischer Weltfußball geht hier vorbei, wird von niemandem angegangen und dann haut er das Ding einfach rein. Ohne Probleme unten ins Eck, unerreichbar für den Torhüter. Damit Angel Di Maria, 59. erstes Saisontor. Ja, aber das hat man natürlich nicht vom Druck ab, jetzt müssen wir das Momentum nehmen und die Führung weiter ausbauen. Ja, komm, die Gegner haben jetzt irgendwas geplant gehabt. Ball wieder über oben. Dann warten wir wieder. Wir ja, machen das gut. Aguero schützt den Ball, der dann irgendwie komisch nicht dahin reinfliegt, wo er fliegen soll. Der ist auch gut in die Mitte, da ist leider keiner vom PSG, dann müssen wir Klasse hier wieder. Langer Ball, Jamie Vardy verliert das Kopfballduell. Nicht einmal mehr nachgehen tut er. Einwurf PSG. Man, das Klasse. Da weiß jeder Spieler, wo sein Mitspieler steht. Klasse hier erneut. Und dann mit Glück zu Di Maria. Der mit der Flanke. Matuidi, Jamie Vardy, Ball wieder nach hinten. Sergio Aguero. Wie knapp aber Aguero war im Abseits. Aber egal. Kopfball erneut gewonnen, Ball wieder auf die Maria. Der macht das gut, spielt hier auf Aguero, der will den Vorbereiter machen. War wieder Pech im Pass auf Boah. Thiago Silva, Thiago Silva kann den Ball zurückerkämpfen. Jetzt geht's über Jamie Vardy, will in eine andere Richtung. Und wieder gelegt, gibt den Freistoß, 81. Minute. Den spielen wir natürlich kurz über Matuidi. Aguero mit der Flanke, die zu weit nach außen ist. Nicht mehr
erreichbar für Di Maria. Der Kopfball mehr oder minder wieder gewonnen. Noch wieder zweiter Ball bei den Gegnern jetzt wieder. Aber wieder wir über Kurzawa auf Aguero. Der wartet, nimmt hinten die Nummer 4 mit. Ball geht wieder. Gefährlich. Da ist keiner. 88. Minute. Gleich hier vorbei das Ding. Freistoß nochmal für uns. Den führen wir schnell aus. Mit einem Schuss. Aber der war zu optimistisch. Von Angel Di Maria. Und damit haben wir das Ding gewonnen. Vielleicht hier nochmal ein zweites nachlegen. Wer bitter? Wer bitter? Wer bitter? Der trifft das Tor nicht. Di Maria mit dem Eckball. Ball nach außen abgewehrt. Ball trotzdem noch heiß. Immer noch heiß. Aguero. Was für ein Save beim Torhüter. Di Maria jetzt. Thiago Silva, die Partie vorbei. 1:0 reicht hier zum Sieg. Knapper Sieg, aber verdient. Somit immer noch erster Platz mit allen möglichen Punkten. Und das nächste Spiel steht schon vor der Haustür. Aber nur 1:0. Da merkt man, wie stark die Gegner sind. Wir spielen jetzt da auswärts gegen Toulouse. Da müssen wir unsere roten Trikots nehmen. Stört doch auch nicht. Di Maria hat natürlich mal wieder gezeigt, was für eine Qualität in ihm steckt. Ja. Finde ich gut. Ja, Skill Challenge schießen mit Kun Aguero. Und der ist wild, aber der Torhüter hat ihn. Jetzt haben wir auf Vardy. Vardy auf Aguero. Aguero, gute Parade des Torhüters. Ball in die Mitte, lang in die Mitte, weit in die Mitte. Zählt immer. Ball in die Mitte. Ach man. Los geht's im Spiel gegen Toulouse. Im schönen Toulouse Stadion, im Waldstadion. Ja, können wir uns auf ein spannendes Fußballspiel freuen. Ball rollt aber gleich wieder bei PSG innen rein. Wieder über Jamie Vardy, der macht ein bisschen LOL-Fußball. Aber war abseits von Draxler. Wir wollen jetzt ein langer Ball kommen auf die Außen. Ja, nee, in die Mitte, aber da ist Aguero, kann den Ball behaupten. Di Maria kann den Ball behaupten über Draxler. Der legt sich das Ding nicht so weit nach hinten, wie ich es gewollt habe. Somit Toulouse am Ball. Toulouse. Jetzt wird mit dem Ball Verlust. Steckt ihn durch, aber Sergio Aguero kommt nicht hin. Aber sofort wieder weiter. Kopfballversuch geht nicht. Zweiter Ball haben wir. Wieder klasse. Wieder wollte Aguero durchstecken. Wird aber erneut nichts. Ball in die Mitte. Kurzawa kann das Ding klären. Wieder Ballverlust. Jetzt haben wir viele Ballverluste im Spiel. Ja, Ballverlust wieder. Aguero hätte dann in die Mitte starten müssen. Hat er nicht getan. Deswegen geht es hier weiter. Silva auf Aguero. Und schon wieder der nächste Fehler im Aufbauspiel. Aber sofort stehen meine Leute wieder und nächster Fehlpass. Das ist mein Pass, der ankommt. Vardy wieder auf Aguero, der bringt den Ball an.
steckt durch auf Wadi, aber der ist zu langsam. Da ist der Torhüter der Gegner schon heraus und hat das Ding. Und wir gewinnen den zweiten Ball. Ah, Wadi. Aber egal. Wir gewinnen den zweiten Ball wieder nach hinten. Guerrero spielt jetzt da auf die Außen. Er hat mit Jamie Vardy gewechselt. Nach innen wieder. Und er zieht natürlich auch nach innen und macht den nächsten Fehlpass. Kopfball gewinnen wir. Zweiter Ball haben wir auch. Und Ball wieder unter Kontrolle. Ballverlust wieder im Aufwärtsspiel. Ball aber erneut in unseren Reihen. Wir müssen nicht an den Fehlpässen üben. Fehlpass erneut. Aber unsere Zweikämpfe gewinnen wir. Jetzt schneller Konter. Ah, Di Maria, wo soll er hin? Aguero mit dem nächsten Fehlpass. Versucht mal seine Leute einzusetzen, dann kommt der Ball nicht mal an. Boah, Toulouse spielt uns schwindelig, die Flanke ist harmlos. Kun Agüero gewinnt vorne das Duell, Ball springt nach hinten, wieder nach hinten, der Ball ist immer noch bei uns in der Hälfte. Schuss! Karr! Trapp kann halten, holt den Eckball für Toulouse raus. Eckball Toulouse, Ball natürlich out of nowhere, weg einfach. Halbzeitstand 0:0. Ja, immer noch 0:0, nichts passiert. Ja, mein zweiter Halbzeit wieder probieren, das Tor zu machen und dann wieder einfach nur 1:0 oder so zu gewinnen. Mit Passspiel wird das funktionieren. Und Aguero schon wieder mit dem Fehlpass. Auf Toulouse jetzt da wieder. Wir müssen sofort schauen, dass wir da nachkommen. Dürfen denen keinen Platz zum Spielen geben. Ja, genau so. Di Maria gleich auf ihn. Er sieht erneut Di Maria unten, der ja im letzten Spiel erfolgreich. Aber kommt hier nicht zur Drehung. Und jetzt gehen Toulouse! Klasse Parade, Kevin Trapp! Und Toulouse erneut! Und erneut Kevin Trapp mit einer Glanzparade. Di Maria jetzt mit dem Kung Fu Tritt nach außen. Ball aber eh wieder bei Toulouse. Weiter geht's ohne Foul. Aguero, Ball ist schon wieder weg. Nachsetzen hilft auch schon nichts mehr. Ja, jetzt ein bisschen wieder was. Jetzt können wir über Wadi oben gehen. Die Flanke ansetzen. Ja, Mama mia. Ja, Di Maria hat die Kugel. Sieht in der Mitte. Fast den Mitspieler. Munir, Di Maria. Aus der Drehung. Wadi. Ball nicht. Da habe ich den Ball nicht gesehen. Deswegen war ich auch nicht sicher, ob ich abschließen kann. Oder nicht, Toulouse geht in den Konter. Toulouse geht in den Konter.
Aber die machen nichts draus. Und stattdessen geh ich wieder weiter. Und Kurzawa ist in Richtung Tor unterwegs. Kurzawa, von hinten kommt der Verteidiger. Von hinten kommen zwei Verteidiger. Kurzawa in die Mitte. Ah. Jamie Vardy kann natürlich wieder nichts anfangen mit der Kugel. Die Flanke. Ah, die Maria hat zu kurze Beine. Sollen wir die Wechselkontingent angreifen? Motta reinbringen, Pastore reinbringen und Orio reinbringen. Jetzt haben wir noch Zeit, dass die Neuen sich vielleicht hier den Sieg holen. Pastore auf die Maria, die Maria zurück auf Pastore, Pastore sieht Matuidi, der sich unglücklicherweise bei dem Schuss verletzt, gerade als mein Wechselkontingent schon erschöpft ist. Aber Jamie Vardy kriegt den Ball auf Motta, kriegt das Ding auf Agüero! Di Maria! Damit hätte keiner mehr gerechnet, das war doch die eine Millionen Chance. Ja, Ball wieder Vardy, klasse ausgespielt. Und da war Tweedy! Matuidi! Das gibt sich, denn die Partie endet unentschieden! Das erste Mal, dass ich keine drei Punkte mit Paris einsahne. In Toulouse, was ist denn hier los? Aber wenigstens einen Punkt. Danke fürs Zusehen, lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt einen Kommentar in die Kommentare und wenn du neu bist und nichts mehr von all dem verpassen willst, kannst du gerne unten einen Kommentar da lassen. Würde mich sehr freuen. Wir sehen uns Samstag wieder mit Rocket League und tschüss. Bis dahin.